Der September ist der Monat des Friedens. Vielleicht fällt dir das auf, wenn du jetzt an die letzten Wochen zurückdenkst. Vielleicht hast du versucht, Streit zu verhindern oder warst öfter bemüht, Streit zwischen anderen zu schlichten. Oder dir ging es wie mir und du hast an eine Situation, die Jahre zurückliegt, gedacht und überlegt, dich für dein damaliges Verhalten zu entschuldigen. All das bringt der September mit sich. Und jetzt steht schon wieder der Herbst vor der Tür. Die Tage werden dunkler und kälter im Oktober, deswegen solltest du in diesem Monat ein gemütliches Heim schaffen. Nicht nur im Außen mit Decken und Kerzen, sondern vor allem im Innern. Fülle dein Herz im Oktober mit Liebe, Dankbarkeit und Freude. Doch dafür brauchst du Platz. Du musst erst noch aufräumen und den Unfrieden vor die Tür setzen. Gott hilft dir dabei, denn Jesus hat dir durch seinen Tod am Kreuz die Möglichkeit geschenkt, dir deine Verfehlungen zu vergeben, wenn du auch anderen vergibst. Schließe deinen Frieden mit dem nervigen Nachbarn, mit dem kühleren Wetter oder mit der alten Dame, die sich im Supermarkt immer vordrängelt. Allerdings vergiss nicht dich selbst und schließe auch Frieden mit dir selbst. Nutze die verbleibenden Septembertage, um dein Herz zu reinigen und Platz für Liebe zu schaffen. Frieden kann man stiften, aber auch Unfrieden. Dazu mal eine kleine Geschichte. Ich hatte mal einen Kollegen auf der Arbeit. Er absolvierte eine gute berufliche Laufbahn, war aber dafür ein sehr hinterhältiger, falscher und sehr unbeliebter Mitarbeiter. Nach dem Feierabend ging er gerne noch einmal über die Chefetage nach Hause, um noch einmal über alles zu berichten, was seine Kollegen falsch machen und wie sie über den Chef reden. Das Gleiche tat er dann auch bei uns. Schnell verstanden wir seine Mission. Unfrieden. Da man sich nicht immer aussuchen kann, mit wem man zusammenarbeitet, war es nur eine Frage der Zeit, bis auch ich alleine mit ihm unterwegs war. Schweißarbeit an einer schwer zugänglichen Stelle. Ich sehe ihn noch genau vor mir, wie er zwischen den Rohren und Anbauteilen liegt, ganz eingeengt. Und dann kommt dieser Moment. Konzentriert in seiner Arbeit, stach ihm unbemerkt eine scharfe Stahlkante hervor. Sein Hinterkopf und die Stahlplatte tanzten förmlich miteinander. Jeden Augenblick müsste er sich daran stoßen. Jetzt kriegt er endlich seine Strafe für das, was er uns, seinen Kollegen, täglich antut. Als er mit dem Kopf auftauchte, stieß er sich seinen Hinterkopf an meiner Hand. Der Tanz der beiden dauerte so lange, um mich dafür zu entscheiden, meine Hand über die Stahlkante zu legen. Ich dachte mir, du Idiot, schikanierst uns, verrätst uns, lügst und machst andere für deine Fehler verantwortlich. Aber an dir will ich mir kein Beispiel nehmen. Selig sind die, die Frieden stiften. Matthäus 5, Vers 9. Aber bitte orientiert euch nicht an mir. Ich mache dafür ganz anderen Mist. Da gibt es ein viel besseres Vorbild. Gott sagt uns, dass er uns seinen Frieden gibt. Nutzen wir den auch. Benutzen wir nicht den Unfrieden anderer und orientieren wir uns nicht an ihn. Wenn es mal ungerecht wird und der andere einfach mal eine kleine Beule am Hinterkopf verdient hätte, dann bedenkt, dass der Friede Gottes besser ist als alle Vernunft. Philipper 4, Vers 6 und 7. Sonntag wurde unsere superaktive, starke Oma wegen eines schweren Schlaganfalls ins Krankenhaus eingeliefert. Also nahm ich am Montag die nächste Bahn Richtung Heimat. Aber was sollte ich Oma bitte sagen? Und so stieß ich auf das Bibelwort. Frieden. Das wäre nicht das Erste, was mir zu unserer Oma eingefallen wäre. Sie ist 1936 geboren, erlebte das Grauen des Krieges, musste als Kind aus ihrer Heimat fliehen. Da lebte so viel Leid, das Unfrieden in ihr säte. Doch ich spürte eben in diesem Moment, dass diese Gedanken genau die richtigen für das Krankenbett unserer tief schlafenden Oma seien. Und so verging die Besuchszeit wie im Flug. Am Abend dann brauchte ich dringend einen Kuli und kramte einen aus den Tiefen eines Schranks meiner Eltern heraus. Danach legte ich ihn achtlos in die Küche. Gestern dann kam überraschend die Nachricht, dass Gott unserer Oma
doch schon den großen Wunsch erfüllt hatte, friedlich zu gehen und nicht als Pflegefall weiterleben zu müssen. Mein Papa kam daraufhin nach Hause und da fiel sein Auge auf den Kuli vom Vorabend, auf dem stand: Suche Frieden und jage ihm nach. Und sofort erklärte er uns begeistert: Das ist das Bibelwort für meine Mutter. Unsere Oma musste in ihrem Leben so viel ertragen. Umso mehr danken meine Geschwister und ich dem lieben Gott und meinen Eltern, dass sie durch ihre Nächstenliebe dazu beitrugen, dass es Oma später doch noch gelang, dem Frieden nachzujagen. So sehr, dass sie 2016 sogar ein Gotteskind wurde. Ihr Licht wurde auch in ihren 80er Jahren noch strahlender durch ihre guten Taten und Worte. Und jetzt muss sie endlich nicht mehr kämpfen und jagen, denn nun kann sie den endgültigen, ewigen Frieden bei Gott genießen. Wenn du oder ich also das nächste Mal denken, dass eine Situation schon zu sehr eskaliert ist, um Frieden zu schließen, oder wir uns selbst oder andere aufgeben wollen, weil wir oder sie immer wieder für Unfrieden sorgen, dann bedenke bitte, es ist nie zu spät, um mit Gottes Hilfe Frieden zu stiften.